Die medizinische Bildungseinrichtung in Naumburg befindet sich in freier Trägerschaft. Unter ihrem Dach vereinen sich verschiedene Berufsfachschulen. Interessierte junge Menschen haben hier die Möglichkeit, einen Beruf im medizinischen, pflegerischen und sozialen Bereich zu erlernen. Derzeit verteilen sich auf die beiden Standorte in Zeitz und Naumburg rund 400 Auszubildende, die in 10 verschiedenen Ausbildungsrichtungen betreut und begleitet werden. Also unser Spektrum reicht von beruflichen Erstausbildungen im Bereich der Sozialassistenz, der pharmazeutisch-technischen Assistenz, der medizinischen Dokumentationsassistenz. Dann haben wir die Berufsausbildung zur alten Pflegerin oder zum alten Pfleger und die weiterführenden Ausbildungen zum staatlich anerkannten Erzieher, staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger und dem staatlich anerkannten Heilpädagogen. Und wir bilden auch noch aus in 2 Assistenzberufen, dem Krankenpflegehelfer und dem Altenpflegehelfer. Auch wenn es weit verbreitet branchenüblich eher ein Frauenberuf ist, kommen mittlerweile auch immer mehr Männer dazu. Wir konnten natürlich auch einen Blick in einzelne Unterrichtsräume werfen. Im Labor, in dem die pharmazeutisch-technischen Assistenten im 2. Ausbildungsjahr ihre praktische Ausbildung absolvieren, trafen wir Michaela Jähne und Maximilian Werner. Weshalb hast du dich für den Beruf entschieden überhaupt? Überhaupt. Bei mir hauptsächlich ist es eine berufliche Neuorientierung und da fand ich diesen Beruf einfach spannend. Und speziell auf die Apotheke ist einfach der Umgang mit Menschen meins. Maximilian Werner hatte zuvor ein freiwilliges soziales Jahr im Krankenhaus hinter sich. Habe aber festgestellt, dass das mir nicht liegt, aber dieses medizinische Ding. Und dann dachte ich mir, was ist die beste Alternative? Dann geht man in die Apotheke. Den Weg zur MBA fand er durch Bekannte, die ihm den Rat gaben, hier seine Ausbildung zu beginnen. Ich habe mich vor allem dafür entschieden, weil dieses Labor sehr gut ausgerüstet ist. Die Lehrer sind gut ausgebildetes Fachpersonal und man kann hier gut seine Ausbildung bestreiten. Annette Löser ist Dozentin an der MBA und unterrichtet unter anderem hier im Labor. Sie findet den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten sehr abwechslungsreich und interessant. Dabei ist es nicht nur die Arbeit mit dem Patienten, die Beratung und Abgabe von Arzneimitteln, sondern auch die Prüfung von Ausgangsstoffen, das Herstellen von Arzneimitteln und das Arbeiten im Team. Ja, und warum ausgerechnet hier, ist ganz einfach beantwortet. Ich habe selber damals hier meine Ausbildung zur PTA gemacht und bin dann also im Anschluss an mein Anerkennungspraktikum quasi von der Apotheke als Kalteinsteiger hier in die Rolle der Dozentin nun geschlüpft. Mache das also jetzt mittlerweile seit sechs Jahren. Macht mir unheimlich viel Spaß. Man hat jedes Jahr neue Menschen, die man kennenlernt. Das tut dann auch weh, wenn man andere wieder verabschieden muss. Aber es ist eben so diese ständige Herausforderungen, die man jeden Tag zu meistern hat, mit den jungen Leuten auszukommen, klarzukommen, ihnen etwas beizubringen, sie aufs Berufsleben vorzubereiten und ihnen natürlich auch ein bisschen mit an Idealismus für den Beruf und natürlich auch fürs Leben überhaupt mit auf den Weg zu geben. Und das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Sache. Raus aus dem Labor und rein in den Flur. Dort bekamen wir einen kleinen Einblick in die musikalische Ausbildung zum Erzieher. Die Jugendlichen müssen verpflichtend ein Instrument erlernen und schon aus praktischen Gründen fällt dabei die Wahl meist auf die Gitarre. Sie ist leicht, handlich und man kann so mit den Kindern gemeinsam singen. Lena Neumann und Linda Benedix wollten beide schon immer den Beruf der Erzieherin ergreifen. Sie haben bereits im Vorfeld viel von der Medizinischen Akademie als Ausbildungsstätte gehört und haben die Entscheidung, hier an die MBA zu gehen, nicht bereut. Die Berufswahl ist auf Erzieher gefallen, weil ich mich schon immer für Kinder interessiert habe. Ich habe selber 2 Geschwister und wurde auch früher immer in meinem Familienkreis und Bekanntenkreis als Babysitter mehr oder weniger eingesetzt und das hat immer gut funktioniert und deswegen wollte ich Erzieher werden. Mir hat das auch so vom Erscheinungsbild alles einen guten Eindruck gemacht und deswegen habe ich mich hier beworben und es hat auch funktioniert. In welchem Jahr seid ihr hier? Wir sind jetzt im 2. Ausbildungsjahr. Nur eins für euch. Na, wir haben jetzt noch bis nächstes Jahr Sommer, dann haben wir unsere schriftlichen Prüfungen und dann haben wir noch unser Anerkennungsjahr. Natürlich gibt es neben dem praktischen Teil auch viel Theorie. So schauten wir einmal in den Unterricht bei den Schülerinnen und Schülern im Bereich Sozialassistenz.
Unsere Ausbildung zum Sozialassistenten gehört eben auch, dass Sie medizinisches Fachwissen erwerben. Und Sie befinden sich gerade jetzt hier im Lernfeld 4, wo also medizinisches Fachwissen im Bereich Gesundheitslehre, Gesundheitspflege vermittelt wird. Und gerade besprechen die Schüler die Thematik Impfungen, die ja auch sehr wichtig sind. Sie brauchen das später, dieses Fachwissen, wenn Sie mit Kindern, Jugendlichen oder auch älteren Menschen arbeiten. Ausbilderin in dem Bereich ist die Schulleiterin Susanne Wirzbar. Seit 20 Jahren lehrt sie hier nicht nur medizinisches Wissen. Wir bilden hier in Berufen aus, die einfach auf dem Arbeitsmarkt eine gute Perspektive haben. Und wir haben also ein Lehrerteam hier, was ein guter Mix aus Jung und Alt ist, die also sehr dynamisch sind, sehr innovativ sind, die immer Ansprechpartner für unsere Schüler sind und hilfreich zur Seite stehen, sodass sowohl das Lehren an unserer Schule sehr viel, viel Spaß macht, als auch das Lernen an unserer Schule. Davon kann sich auch Florian Winterfeld überzeugen. Er kam bereits durch Praktikas in der Realschulzeit zu der Erkenntnis, dass ihm das Arbeiten mit Kindern viel Spaß macht. Und dann habe ich natürlich geschaut, was es für soziale Berufe gibt und wollte den Erzieher machen. Und dafür ist ja die Sozialassistenzausbildung immer die Grundvoraussetzung. Und ja, so bin ich nachher zum Sozialassistenten gekommen. Ich wurde tatsächlich an mehreren Schulen angenommen, aber ich habe mich letztendlich dann für Naumburg entschieden, weil ich hier die Kollegen relativ offen und nett fand. Und ja, die Schule hat auch einen guten Eindruck gemacht. Und ja. Wie heißt es doch so schön, ein gesunder Geist steckt in einem gesunden Körper. Dazu gehört nun mal auch der Sport. In der schuleigenen Sporthalle trafen wir die Auszubildenden zur Heilerziehungspflege. Und auch zu dieser Ausbildung gehört eben, dass die Schüler im psychomotorischen und im bewegungserzieherischen Bereich geschult werden. Und hier haben die Schüler also verschiedene Stationen, unter anderem ein Trampolin oder auch den Rollstuhlparcours aufgebaut, um dort eben Übungen auszuführen, die sie dann in die Praxis mitnehmen können. Hier begegneten wir Franziska Fischer. Sie hat bereits eine Ausbildung als Ergotherapeutin und nun möchte sie sich auf Menschen mit Behinderung spezialisieren. Und mir wurde angeraten, dann nochmal den Heilerziehungspfleger zu machen und dann den Heilpädagogen, um das Klientel auch ausreichend bedienen zu können. Da sie bereits am Zeitzer Standort ihre Ergotherapeutenausbildung an der MBA absolvierte, kannte sie die Schule aus guter Erfahrung. Auch für Leonard Hopf kam kein anderer Beruf in Frage. Und als gebürtiger Domstädter war die Ausbildungsmöglichkeit ideal. Ja, das liegt daran, das hat sich angeboten. Ich wohne in Naumburg und mir gefällt es hier auch sehr gut. Und da wäre für mich eigentlich nichts anderes in Frage gekommen. Und auch von Freunden hatte ich gehört, dass man an der MBA gut lernen kann. 2018 feiert die Medizinische Berufsakademie in Naumburg ihr 25-jähriges Bestehen. Zahlreiche Auszubildende kamen, gingen oder blieben nach ihrem Abschluss als Lehrkraft. Damit ist sie ein ausgezeichnetes Beispiel, dass eine gute Ausbildung auch motivierte Mitarbeiter hervorbringt.